Ich sehe nur die Rauchwolke. Der schießt auf mich, Mann. Was ist mit ihm, ey? Ich schieße ihn jetzt. Wo sind die denn? Da vor uns vielleicht auf der Straße rennt gerade einer. Los. Ja, Moment, wir sind gerade am Fahren. Da explodiert. Schneller! Mit dem Gas geben. Da explodiert was. Ich will auch noch was von dem Teil haben. Unter dem Heli. Ja, Jungs, wir müssen sowieso erstmal gucken. Hier ist auf jeden Fall einer. Ja, der verfolgt uns gerade, Linde läuft uns nach. Der ist jetzt auf der anderen Seite. Finde ich ein bisschen hart, dass er euch nachläuft. Seid euch da sicher, dass ihr dann kommt? Der schießt auf mich, der ist unfreundlich. Ich hab ihn ganz gemacht. Ich hab einen Panda auf dem Orca, ey. Da, links von uns ist er. Siehst du ihn, Lin? Das hier. Nö, ich seh hier niemanden. Lin, jetzt hinter uns, direkt bei dem Haus. Versuch den. Ja, ich seh ihn doch. Fuck. Tobi, Alter, der läuft mit das Ding rum. Er läuft. Nein, hab ihn! Hab ihn! Da ist noch der zweite, der Test. Ja, ich seh ihn jetzt gerade nicht. Ich schau grad, wo du gerade gestorben? Ich geh mal suchen. Geht mal hinter die Mauer. Versuch mal auch mein Gilly mitzunehmen, bitte. Wenn du es schaffst. Wir haben ihn. Hey, warte, das ist mein Kopf. Ich hab den abgeknallt. Ja, nee, ist klar. Mizi, Tobi getrennt. Ja, eine MK20. Versuch ihn einfach in den Dings rein zu tun, in den Ifrit. Sag mir, auf was du aimst, dann kann ich da hinfahren mal. Ich hab einen Taser. Ja, mein Gilly einfach reinpacken, wenn du kannst. Du bist der Gilly. Ich bin der Gilly. Da ist der Typ. Ja. Wo ist der Typ? Da. Da ist immer so schlecht. Na, jetzt ist er nichts erstmal existent. Aber... Ah, da hinten hinter der Mauer, er ist tot. Er ist tot. Ja, ich weiß. Kannst du mir bitte die Weste sichern? Da kommen nochmal zwei im Auto, im SUV. Okay. Im SUV, Jungs. Was kriegt der hier schon Rucksack? Wieso nicht? Zwei Leute im SUV, hier ums Eck, ums Haus. Wir rennen doch gerade zum Supporter. Ja, kommen sie aus dem Fahrzeug raus. Das würde ich auch sagen. Drei Leute hier hinter dem Haus. Also, die können mich ist hier hinter dem Haus? Da, wo der Ifrit steht, wo die zwei Frieder stehen. Genau hier in dem Haus. Ja. Die haben Heli, müsst jetzt. Auf was schießt ihr? Da sind Polizisten. Ich hab wieder Terry. Ja, hier ich seh sie sind leider zwei. Nicht. Oh, der schießt auf dem Wheel. Ist das echt? Fabi, wo bist du? Am Supporter. Die Smoke musste sein. Versuch zu flankieren. Die Smoke musste sein. Die sitzen rechts neben dem SUV. Ich miet schnell einen Heli und dann komme ich zu dir, okay? Ja, dann müssen wir auch mal eben schnell einkaufen gehen. Ich hab ne T21 für dich, wenn du willst. Hast du eine Waffe? Ich hab noch eine Waffe. Ich seh leider verraucht jetzt nichts mehr. Nicht! Ups! Ich hab ihn gar nicht, ich bin da stehen geblieben, ich hab nichts gemacht. Der ich nehm den TRG mit, okay? Kannst du, aber ich brauch noch Rucksack und eine Weste, das ist das Problem. Ach, ich hol dich ab, dann fahren wir zum mit dem kaputten Reifen von der Frieda weg. Ist das euer Ernst? Komm, ich steig mal. Wo sind sie? Ich seh sie nicht. Ja, weit kommt er damit nicht. Ach. Will sie auch nicht ran, weil dann explodieren sie da drauf. Nee, die kommen nicht so weit weg, einfach aussteigen, die Reifen zerschießen oder so. Was wird denn da? Er sucht nochmal einen Reifenblatt zu schießen. Ach, wenn das Visier nicht so wackeln würde, ich muss meinen Xbox-Controller auch noch abstecken. Der nervt. Ach, besser. Besser. Ifrit, kannst du mich mitnehmen? Ich stehe da an der Straße. Ich kann irgendwie nicht mehr rennen. Dankeschön. Rebelle noch Handschellen in seinem Haus. Negativ, du kannst damit nicht eskortieren, das bringt nichts. Alter, die versuchen echt mich zu verarschen hier.
aussteigen. Ich meine, ich häng an ihm dran. Ich schreib den Kopf. Oh, sie sind gegen den Baum gefahren, Jetzt schreibt er mir, ihr wisst schon, dass das klar RDM war. Ja, bestimmt. Ich hab Fabio erschossen. Soll nicht rumheulen. Ja. Ich schreib den jetzt, damit wir... Aussteigen! Aber wobei, ja, haben sie sowieso. Die wollen nicht aussteigen. Nee, dann schießt sie nicht ab. Waffe auf den Boden! Wenn die aussteigen, dann... Die eine will nicht aussteigen. Die? Anela. Oder? Ich denke, das ist Anela. So, 10 Meter vom Auto weg und auf die Wiese legen. Fabio, wo bist du? Nehmen die Waffen ab. Er hat eine Esther. Keiner. Teddy wollte mich betäubt. Machen. Angeblich soll das übelste RDM sein, ja. Ja, hat er bei mir auch versucht. Ich raub noch schnell aus. So. Passt, kann mir die Waffen aufheben, mein Rucksack ist voll. Tu's doch an die Frieda. Ich cover mal ein bisschen ab jetzt. Ich hab nichts von aufstehen gesagt. Hinlegen wieder. Jungs, es ist nur Zeitschinderei. Hinlegen! Wenn die Glück haben, machen die jetzt gleich. So, ich leg mal schnell. Sag ihr ganz einfach, sie soll aussteigen oder sie kriegt eine Kugel. Ja. So, Ding liegt drin, ich nehme jetzt die Esther. Das Problem ist nur, dass sie von der DIA ist, was eigentlich lange nicht auf dem Berg ist. Fabi, wo bist du jetzt? Genau deswegen wollen wir sie haben. Fabi. Also es liegt jetzt eine Tar und eine Esther drin. Dir, Dave, für den Arsch! Verarschen. Ich würde dir gleich eigentlich einen Headshot geben wollen, ey. Sorry, wo bist du gerade? In der Tierra. Wo genau in der Tierra? Ja, sich dann schon. So, also ich würde den Typen, den Lukas, gehen lassen und Daniela mitnehmen. Ja. Ich sage ihm das. So, aber du bleibst da. Du legst jetzt dein Funkgerät noch auf den Boden. Mein Haus zurecht. Du hast das Glück, dass wir dich verschonen, aber der Kollege kommt mit uns. Komm, ich flüg schon los. Die kommt aber nicht in meinen Friede. So. Und jetzt hier stehen bleiben. Wenn du dich bewegst, knallen wir dich ab. Wir nehmen deine Kollegin mit und du bleibst hier stehen. Das ist dein Glückstag. Ein Funkgerät gibst du mir noch. Nimm dir alles ab. Das ist DAA. Wir sind erklärte Feinde von der DAA. Und GPS. Und versteckte Files. Ich muss immer entmuten. Ja, das Ding ist, wollen wir die komplett ausziehen noch? Ja, ja, das machen wir gleich noch. Jetzt ist hier schlecht. Wir müssen uns erstmal bewegen. Ja, wir sollten hier weg. Bewegung. So. Gut, dann schönen Tag noch. Und GPS. GPS, versteckte Pfeilsender. Was gehupt? Das war ich. Achso. Klang wie ein Strider. Das ist, ein Strider. So, wir sind drin. Gut, wohin gehen die Friedas? Also ich würde sagen, die Friedas ziehen weiter. Der Orca kann sie zum Geisterhaus oben in Sophia bringen. Meinst du die große Villa, Lynn? Ja. Kannst du das markieren? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Wenn ich nicht fahren müsste, warte. Warte, ich kann's machen. Was sollen wir nicht weißt du, bei der... Hubschrauber, Polizeihubschrauber ist da oben. Ich hoffe, das ist kein Hummingbird, sonst haben wir ein Problem. Ist mit dem X markiert. Ist mit dem X markiert im Kopf. Wo ist der Polizeihubschrauber? Warte, ich lande vorne bei der Kreuzung. Mit dem X markiert... Okay, das Ding. Polizeiwagen! Ja, dann fliege ich da mal hin. Ja, flieg mal. Wir snicken. Markiert. Ist das dein Ernst? Kommt da gerade die Verstärkung? Ja, kommt gerade die Verstärkung. Wir verfolgen sie gerade. Schwarzmarkt und dann noch Supporter. Bitte. Ja, wir haben in einem Ifrit eine Esther und eine Tar. Du bist ach, ein Leute. Idiot. Ganz im Ernst. Ihr fahrt bei mir so eng um die Kurve, ey. Und holt ihr nicht aus. Da kommst du da also, direkt drauf. Warum soll ich ausholen? Wir können ja die Absetzung von James Whitefield fordern. Ach. Ja, James Whitefield fährt der SUV jetzt? Richtig behindert. Oder besser die Entfernung von James Whitefield von der Insel. Na, ja,
Absetzung ja. Für Wand gehört dieser Typ. Bremst du nicht, du scheiß SUV, ey. Fahr ich was an. Macht ohne irgendwas zu besprechen, ohne irgendwas mit den Abends zu besprechen. Was hat er denn vor? Fährt er jetzt da weiter oder was? Ich denke mal, der wird seinen Kollegen da aufgabeln. Ja, lassen wir ihn den Aufgaben, mein Gott. Ist da noch ein kleiner Fisch. Oder was willst du jetzt sagen? Ja, wir haben ja schon. Das fährt ein Praktikant, der tut mir voll leid, Mann. Oh nein, wow. Ja komm, lass, der holt wirklich nur seinen Kollegen, lass den lass den einsteigen. Sollen wir dem mal Hallo sagen? Komm, zumindest mal. Dranfahren und einnebeln. Ja komm, lass. Komm, lass den, lass den. Oh. Lass den Armen. Der Arme, der kriegt fahren, 2 Minuspunkte. Nicht für den Polizeidienst geeignet. Also diese Alena, die kann nur nie reden, oder? Ist, die ist ein bisschen, oder vielleicht ist sie einfach mad. Ja, Moment, vielleicht ich würde drüben im Team. So, ich würde sagen, wir hopsen jetzt auch zu dem Geisterhotel. Ja. Und, ist eben die, die dürfen nicht reden. Sorry, wir gehen jetzt sofort zum Geisterhotel, wir dürfen da jetzt eh wieder mitmachen. Was eine neue Situation ist. So, ab zum Geisterhotel. Und dann würde ich sagen... Kuchen? Kuchen. Kuchen. Ja, die ist momentan alleine im Channel, redet nicht. Ja, ist doch richtig so. Ja, aber sie darf ja mit uns noch reden, im normalen Chat, oder? Ja. Eigentlich schon. Ja, aber sie muss doch alles überwachen. Ach so, na dann. Da ist man natürlich schon beschäftigt, willst du sagen. Die muss sich jetzt selbst überwachen. Sehr viel, so viel RP, die macht als Geisel. Ja. Jetzt muss erstmal die Liste rausgegraben werden von James Whitefield, was draufsteht, was man alles sagen muss. Bringt die Anweisung. Wie verhalte ich mich während der Geiselnahme? Ui. Oh, dieser Baum, ey. Baum. 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 Ja, los, fahr doch zum Geisterhotel, verdammt. Susi lispelt. Stein! Baum! Eieiei! Wer ist denn das hier eigentlich? Das ist wie bei GTA, das funktioniert irgendwo. Alter! Ich wusste, dass man mit dem Hunter Purzelbäume machen kann, aber mit Ifrit schaut das irgendwie schlimmer aus. Ja, so fahr ich zum Fahrer, ne? Ist aber auch dumm hier, ey. Ist ja jeder Stein nach Stein, ey, und Baum nach Baum und. So, wir positionieren uns und dann erwarten wir eine nackte Übergabe. Was fordern wir? Hunter? Die Auslieferung von James Whitefield. Nee, ja. Irgendwas Realistisches. Das ist realistisch. Ich reg mich auch immer drüber auf, dass man so scheiß Geiselnamen... Ja, Jungs, da ist irgendwas an der Zentralbank gewesen. Ja, das war ein roter Transporter. Schätz mal, der macht Salz. Ach so. Kann natürlich auch sein, dass der gleich die Zentralbank überfällt. Ich würde auch sagen, dass nur Carmen die ganze Zeit mit der Geisel in der Luft bleibt. Ja. Das ist, naja. Nee, was? Schlecht, weil die ist jetzt mit dem, Hangen wegkommen. Ja. Ja gut, oder halt die Geisel an Ifrit sitzt und auf jeden Fall definitiv die ganze Zeit durch die Gegend chauffiert wird. Weil, wenn die uns nämlich verarschen versuchen, dann wird die sterben. Ja. Wir können ja die Auflösung der DIA auf, diesem Hive fordern. Ja, das ist doch eine gute Ding. Einfach aus altes Ausweisen quasi als RP. Ja, und unsere und die Freilassung unserer gefangenen Kameraden rund um die Welt. Die redet nicht, ne? Also ich habe ja gerade gesagt, damit das alles ein bisschen länger dauert und damit sie doch mal meine Kekse essen soll. Ja, ich würde alles aufnehmen und sagen, dass sie das RP verweigert. Ich nehme gerade schon auf, also rein zur Sicherheit.